Moin! Willkommen zu meinem Unboxing von Alhambra, Spiel des Jahres 2003. So, hier haben wir mein neues Spiel. Es hat sehr lange gedauert, bis ich es mir gekauft habe, 15 Jahre. Aber lieber spät als nie. Schauen wir mal rein. Übrigens, ich habe es gebraucht gekauft. Gutes Angebot gefunden. Die Anleitung. Das sind ja nur circa 6 Seiten. Das sieht schon mal sehr gut aus. Kurz und knapp. Oh. Da habe ich sogar eine kleine Verpackung bekommen. Das ist ja mal sehr schön. Hier sind die Geldkarten. Und die Startplättchen. Das ist schon mal schön. Was haben wir denn hier? Die kenne ich gar nicht. Mal schauen, was das später im Spiel ist. Vielleicht irgendwas Optionales. Gucken wir mal. Dann haben wir ein schönes kleines Säckchen. Wahrscheinlich mit den unterschiedlichen Bauwerken. Yep. Dazu haben wir dann noch zusätzliche Steine für alle Farben. Ah, und siehe da, beim gebrauchten Spiel war sogar schon die erste Erweiterung drin. Cool, jetzt wissen wir auch, wo die herkommen, weil ich die sonst im Grundspiel nicht gesehen habe. Zur ersten Erweiterung. Schön. Dann kommen wir hier zu den Start- bzw. Wertungstäfelchen, die jeder bekommt. Hier nochmal die Erklärung der Erweiterung, der ersten. Und nochmal eine Erweiterung, also von der ersten Erweiterung. So wie es aussieht, gibt es da wohl 3 unterschiedliche. Die sind selbstverständlich im normalen Grundspiel nicht drin, sondern da ist nur das Grundspiel drin und hier war jetzt das Grundspiel und die erste Erweiterung drin. Das ist der Siegpunktsteinzähler. Ja, alles schön. Und zu guter Letzt die Übersichtstafel, wo man später die Bauwerke draufsetzt, um die zu kaufen. Ja, super, alles drin. Das Design finde ich schön. Auch viele Sachen aus Holz. Ja, ich freue mich, das bald zu spielen. Als nächstes wird es meine Meinung zu dem Spiel geben. Und zu guter Letzt, wenn ihr es vielleicht auch wollt und ich Zeit dafür finde, ein Anleitungsvideo bzw. Erklärungsvideo. Ich bedanke mich. Tschüss.